Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Warhammer Chaos Bane. Er war gerade kurz verwirrt. Irgendwie ist, passiert das in letzter Zeit häufiger, wenn ich irgendwie anfange. Ich vergesse immer gleich, was wir spielen. Ja, wir haben gestern den Livestream gemacht, haben ziemlich viel von Kapitel 2 geschafft und es fühlt sich so an, als ob wir jetzt, wenn wir jetzt Kornes Schrein zerstören, dass wir jetzt irgendwie gleich einen fiesen Bosskampf bekommen könnten. Nichtsdestotrotz fangen wir mal an, wa? Ich meine, wir haben schon viele goldene Sachen gefunden. Uns fehlt nur noch Hose, Handschuhe und Klamottis. Und viel mehr Punkte hierfür. Gold und Beute wird erhöht. Emote. Begleiter. Verändert das Aussehen von Kopfbedeckung. Nein, das wird keiner aussehen. Es tut mir leid. Ist eigentlich schon alles drin, was wir... Okay. Flutschen wir rein und gehen zu der Kampfarena oder Kampfgrube, glaube ich, hieß das. Und zeigen denen mal, wo quasi der Hammer hängt. H-A-M-M-E-R. Hammer hier. Bin leider noch ein bisschen müde. Weiß auch nicht warum. Ich bin noch so ein bisschen so. So, das Heiligtum im Westen, Süden, Osten und Norden zerstören. Okay, wir haben ein bisschen was zu tun. Es ist kein zeitliches. Das ist gut. Nicht so wie, naja, gestern, wo wir im zeitlichen standen. Ist das mehr Schaden oder so? Das ist nicht wirklich, oder? My life does not deserve such a sacrifice. Fängt ja gut an. Kommst rein und kriegst erstmal auf die Fresse. Wir haben ja auch ein paar, oder die neue Fähigkeit ist ja das hier. Es fühlt sich nicht so an, als ob das stärker ist. Na gut, vielleicht ein bisschen. Vielleicht lag es echt daran, da war noch ein Elite-Monster mit zwischen. Vielleicht war das irgendwie das Problem. Oder ich muss erstmal wieder reinkommen und so. Na, das ist noch so ein Elite-Monster. Gibt's ja gar nicht. Wir spielen übrigens ja immer noch auf schwer. Das fühlt sich zwar nicht so an, aber eigentlich spielen wir auf schwieriger als schwer. My magic is not ready yet. Noch in die richtige Richtung zielen. Perfection requires patience. Es macht, glaube ich, wirklich mehr Schaden, aber... Was haben wir bekommen? Und gleich nachgucken, weißt du? Stab? Oh, ein Stab. Weil, wenn es golden ist, gleich nachgucken. Rüstungsdurchdringen, kritischer Schaden. Aber da ist halt... Abklingzeit. Ja, aber der kritische Schaden, der ist 13%. Kostenreduktion ist drin. Ja, weiß ich nicht, ist das? Komm, wir nehmen den mit. Komm. Er sieht auch cooler aus. So, wir haben jetzt weniger Abklingzeit. Zählt das eigentlich auch auf. Was da brauchen wir? Auf den Heiltrank. Weil jetzt zählt ja auch als Abklingzeit, also. Deswegen könnte. Wir müssen jetzt erstmal wieder reinkommen. Wieder reinkommen, erstmal wieder ein bisschen. Oh, guck mal, hier gleich eine fette Kiste. Schön. Schon wieder mehr goldene Stäbe. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Goldener Stab, wa? Zwei Stück gleich. Oh Gott. Was hat denn der? Okay, der geht. Rüstungsdurchdringen. Kritischer Schaden. Achso, das ist der, den wir tragen. Nee, warte mal. Bin verwirrt. Was haben wir noch? Oh, hier. Schaden durch Gegenangriffe, aber alles andere wird wesentlich besser. Oh, das hat aber auch lange gedauert, bis wir mal wieder einen neuen Hut finden, ehrlich gesagt. Aber schön, gleich am Anfang so eine fette Kiste mit ein goldenes Zeug drin, ist gut. Da hat sich das ja gelohnt, dass wir die ganzen Elite-Gegner hier fertig gemacht haben. Die kamen nämlich alle aus dieser Ecke da.
Mach ich mal bitte durch. My magic is not ready. Wer bist du eigentlich und warum zählst du als Elite-Gegner? Ich meine, du bist noch nicht mal gruselig. Gruselig sind Elite-Gegner, wenn sie groß werden. So, vorher schon mal anzünden. Und dann schön durchlaufen. Ah, Kacke. Schon cool, die Technik. Oh, nee, das will. Was auch immer er da sagt. Ich verstehe es nicht. Tot. Wir sind ja sowieso eigentlich eher auf Angriff aus, als auf alles andere. Hier hinten liegt noch Geld und Fragmente und er ignoriert einfach alles. Noch mehr Geld. Wobei ich ja immer noch nicht weiß, was wir mit Geld sollen, weil im Endeffekt... Oh, hier, warte mal, hier können wir einen Schrein zerstören. Da wäre ich sogar beinahe dran vorbeigegangen. Pisst? Ah. Das hat sich irgendwie bewegt. Ein pretty verwirrt. Okay, den ersten Schrein haben wir zerstört von ihnen. Mal ganz kurz dran vorbei. Okay, die Technik ist echt stark geworden, dieses Feuerspucken. Wie lange wir das dabei haben, kann uns nichts passieren. Perfection requires patience. Das ist auch immer lustig. Ich mag den Magier sowieso. Aber gut, ich mag in jedem Spiel den Magier, also. Ich glaube, ich wüsste jetzt kein Spiel, wo ich nicht sagen kann, Magier ist jetzt nicht so das. Aber eigentlich ist immer Magier, ist immer meins. Gibt da einfach Geld rum. Okay, hier ist auch wieder so ein Schrein. So, und da kommt er da bestimmt aus der Mitte, kommt er dann raus. Hundertprozentig. Weil es sieht nämlich aus wie so eine Dinger. So eine Hörnchen, wo dann nachher Laser und so. Die gut bekannten Laserhörnchen. Jeder kennt sie, niemand liebt sie. Bis dahin sollten wir volle Energie haben. Mit allen. Das wird garantiert vielleicht gar nicht so einfach werden. Vielleicht eher schwer, weil wir auf schwer spielen. Okay, gleich haben wir unsere beiden Blutdurst-Dinger voll. Mich mal ganz kurz. Einfach nur, weil ich es kann. So, dann gehen wir erstmal weiter hoch. Wieder dieser möchte gerne Elite-Gegner. Süß. Einfach süß. Just
perfection requires perfection. Der räumt schon auf. Das ist so geil an dem. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen anderen Charakter oder so angefangen, weil ich mich ja irgendwie nicht mehr das mit allen spoilern will, aber ich weiß nicht, ob andere auch so cool sind, aber der kann so schön diesen AOE-Schaden machen, das finde ich so toll. Das macht an denen echt Spaß. Dieser Multischaden und alle einfach angreifen und... Mein Geld. Und kurz vor Level Up. Machen wir dann erstmal den Schrein da unten. Böser mit zwischen. Oh, wir sind nochmal Level Up, dann können wir ja. Mehr da hinten nicht, ja. Magic is not ready yet. Sehr schön. Oh, was Goldenes. Heute haben wir echt Glück mit dem goldenen Kram, muss ich sagen. Gestern haben wir bei weitem nicht so viel gefunden. Muss ich auch gleich erstmal nachgucken, was wir da Tolles bekommen haben. Oh, guck mal hier. Geil. Oh, ich kann nicht nachgucken, alles andere ist besser. So, alles. Eigentlich einfach nur alles besser. Schick. Sonst, wow, ein Fähigkeitspunkt mehr oder was? Jetzt ernsthaft? Fähigkeitspunkt nur mehr, ey. So bitter. Was ist das? Magischer Schaden wird verstärkt. Achso, ja, genau. Da wir aber eigentlich nur noch mit Feuer arbeiten. Das hätte ich gerne. Aber ich habe nur einen Fähigkeitspunkt dazu bekommen. Warte mal, das hätte ich auch noch gerne. Der Gesundheit und Energie für alle Spieler innerhalb dieses Bereiches regeneriert. Für mich auch? Ich weiß nicht, alle Spieler zählt ja eigentlich für mich auch. Würde ich immer so behaupten. Energie regenerieren ist natürlich immer, ne? Zack. Guck mal, da steht schon einer. Und langweilt sich. Noch mehr. Ich will wieder nachgucken. Okay, Kostenreduktion, aber dafür ist Schaden durch Gegenangriffe, aber ich brauche keinen Schaden durch Gegenangriffe. Achso, das haben wir. Ja. War ich kurz verwirrt. Hier, ach nee, das sind einfach nur rote Lichter. Gehen wir mal hier lang. Oder? Ne, gehen wir erstmal hier lang. Hier hinten wirkt nämlich eher wie eine Sackkasse. Und in Sackkassen sind meistens immer Truhen. Meins und meins. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Fein gearbeiteter Ring. Oh. Rüstungsdurchdringen. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Extra Gold brauche ich nicht unbedingt. Abklingzeitreduzierung. Und was haben wir aus den anderen? Abklingzeitreduzierung, kritischer Schaden. Gegenangriff. Ja, dann. Dankeschön. Ich mach mal einen Tornado. Einfach nur so. Ich hätte auch immer noch gerne den Feuertornado. Einfach nur, damit der auch Feuerschaden macht. Und auch die 20% mehr Schaden bekommt. Ah, okay. Da haben die mich... Da haben die mich ein bisschen doof erwischt.
Übrigens ist es auch geil, dass das paralysiert. Warte, er explodiert. Gut, dass ich das noch weiß. Er ist der liebste Gegner hier, der mal nichts Goldenes verloren hat. Im Osten. Da ganz oben ist bestimmt nicht weit weg, oder? Hey, ihr Dackel. Ist da oben noch jemand? Na, da oben verstecken sie doch noch Leute. Hallo? Bitte nicht verstecken. Süß mit Elite-Gegner. Gefühl, dass du mehr Schaden aushältst als alle anderen. Das ist mehr als der blöde Elite-Gegner. So, aufsammeln, ja. Meins. Was ist los? Ich will zu meiner Kugel. Ignoriert mich nicht. Okay, wir sind weit weg von Level Up. Und der letzte Schrein. Jetzt ist irgendjemand pisst. Sollte zumindest. You were lucky to escape me last time, weakling. Now you will pay for what you've done. Blood for the blood god. All dieselbe Stimme bei den Blutgeborenen. Den Blutgeborenen töten, meins. Ich komme, Blutgeborener, warte. Nuggets chillen. Ich hoffe, du wirst noch irgendwie groß und böse. Ich habe jetzt gar keine Zeit für sowas. Zeit für dich. Kann nicht sein, dass du da jetzt auftauchst. Ich komme. Warte, ich bin ein bisschen weit weg, Blutgeborener. Warte, da ist noch Geld. Blutgeborener, warte. Ich kann mich sogar teleportieren, weil du es bist. Oh, komm, noch mehr Geld. Blutgeborener, das musst du sehen. Hier liegt überall Geld. Da unten wartet er ja schon. Hey, was ist denn hier los? Why? Schön. Blutgeborener, warte, ich komme. Er ist paralysiert. Er war paralysiert. Ich konnte, Alter. War jetzt nicht der große Killer, aber ich habe jetzt eigentlich mit einem riesigen Monster oder so gerechnet. Weil es ja hieß, ein Dämon ohne Gesicht und was weiß ich, aber... Jetzt muss ich nur den Weg wieder rausfinden. Die Straßen von Prag verlassen. Okay, nicht nach oben, okay. Okay, der war... Ja. Das hat halt echt Vorteile, wenn er durch diese Blitze paralysiert ist, denn... Können wir sehr viel, sehr schnell Angriff machen. Vor allem mit dem Feuerstrahl. Dann muss ich nur noch wissen, in welche Richtung ich die Straßen von Prag verlasse. Wir haben jetzt diesen kleinen, lächerlichen Blutgeborenen getötet. Der war wirklich... Der war lächerlich. Also wir spielen auf schwer, möchte ich sagen. Ne? Also wir spielen auf schwer. Perfection requires patience.
Da geht's raus, na endlich. Also dafür, dass wir auf schwer spielen, war der, der hätte ich ja auf Chaos erledigen können. Okay, das sage ich jetzt mal so nicht, aber der war einfach. Einfach. Der war einfach.